بعد هذا سنذكر شيء من الصبر. الصبر يقسم العلماء رحمهم الله تعالى الصبر إلى ثلاثة أقسام. Nun werden wir etwas über die Geduld sprechen. Die Gelehrten, möge Allah ihnen barmherzig sein, teilen die Geduld in drei Teile. صبر على طاعة الله حتى تؤدى. يصبر على الصلاة ويؤديها ويصبر على الصيام وعلى الحج وعلى الزكاة وغير هذا. نعم. Die Geduld in der Anbetung zu Allah. Damit der Mensch auch Allah anbetet, braucht er dafür Geduld, wie zum Beispiel für das Gebet oder das Fasten oder die Pilgerfahrt. الثاني الصبر عن معصية الله. يصبر عن المعاصي عن المحرمات عن الشرك وعن أكل الربا وعن الفواحش وغير هذا. نعم. Die zweite Art von Geduld ist die Geduld bei den Verboten. Das heißt, damit ein Mensch nicht Sünden macht, nicht in Zina fällt oder trinkt oder raucht, braucht er Geduld dafür. نعم. الثالث الصبر على أقدار الله ما يقدر الله العبد مرض فقر حادث مروري مثلا. نعم. Die dritte Art von Geduld, liebe Geschwister, ist die Geduld bei den Vorherbestimmungen Allahs. Das heißt, wenn den Menschen ein Unheil trifft oder er krank wird oder jemand von ihm stirbt, dass er dabei sich geduldig zeigt. نعم. ثم نذكر ما يتعلق بالرياء. الرياء سمي بهذا الاسم على التغليب، يعني يعمل العمل حتى يراه الناس ويعمل العمل حتى يسمع به الناس، يعني العبادة ما أراد بها وجه الله، أراد بها مراءة الناس، مدح الناس. نعم. Ein weiteren Begriff, den wir klären wollen, liebe Geschwister, ist das Riya, und zwar die Augendienerei. Es wird Augendienerei gemacht, weil es meistens auf das Auge bezogen ist. Und zwar, dass der Mensch eine Anbetung macht, während er betet zum Beispiel, und er will dabei von den Menschen gesehen werden. Genau das Gleiche, wie wenn er etwas spricht und er will von den Menschen gehört werden. Was beabsichtigt er? Er beabsichtigt nicht das Wohlgefallen Allahs, sondern das der Menschen. الأصل في الرياء أنه من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الأكبر. نسأل العافية والسلامة. Und die Grundlage darin ist in dieser Augendienerei, dass es ein kleiner Schirk ist, aber der sehr schnell einen zum großen Schirk führen kann. Möge Allah bewahren. من أخلاق أهل النفاق. Und es ist die Art und Weise der Heuchler. ماذا يصنع؟ ما هو علاج الرياء؟ نعم. Und was ist das Heilmittel gegen diese Augendienerei? يتعلم التوحيد لأنه بتعلم التوحيد يعظم الله وإذا عظم الله لا يبالي بأحد في دين الله. نعم. Das erste Heilmittel ist, dass er den Tawhid lernt, den Eingottglauben. Denn wenn er Allah kennenlernt, dann juckt ihn nicht, was die Menschen machen, sondern er konzentriert sich nur auf Allah. يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنب الرياء. Und er bittet Allah darum, dass Allah ihn vor dieser Augendienerei rettet. الثالث عدم ترك العمل خوفا من الرياء، لأن الشيطان إما أن يوقعك في باب الرياء يجعلك تعبد من أجل مراءة الناس أو يجعلك تترك الأعمال. نعم. Die dritte Art, wie man sich vor dem Riya schützt, ist, dass man keine Tat unterlässt aus Furcht davor. Das heißt, du gehst in die Moschee rein und du betest. Du sagst nicht, wenn ich jetzt beten würde, wäre das Augendienerei. Im Gegenteil, weil der Schaitan hat entweder vor, dich in die Augendienerei zu stürzen oder dich da rein zu stürzen, dass du nicht betest, als aus Angst davor. نعم. الرابع من الأمور التي تكون لعلاج الرياء زيارة القبور الزيارة الشرعية. Das vierte Heilmittel gegen diese Augendienerei ist, dass du viel die Gräber besuchst, und zwar auf eine islamische Art und Weise. هل صحيح هذا الكلام؟ صحيح. من يعرف؟ نعم يا أخي، صحيح؟ النقطة الرابعة. ما هي؟ زيارة القبور. هل زيارة القبور من أسباب علاج الرياء؟ لا. طب كيف هذا يترجم؟ وأنتم ما أحد ينكر. نعم صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإن تذكركم الآخرة، لأنه بتذكر الآخرة ما يبالي بأحد في دين الله. والرياء يراد به حظ الدنيا. الله يفتح عليك. نعم أحسنت. شوشت عليهم يا شيخ. نعم.
Liebe Geschwister, also es stimmt, dass das Besuchen der Gräber einen dazu führt, die Augendienerei zu verlassen. وجرب هذا الآن. إذا لعب بك الشيطان. لعب بك الشيطان. ماذا تصنع؟ تزور القبور الزيارة الشرعية. نعم. Und man sollte das versuchen wirklich, wenn der Schaitan zu einem kommt und will, dass man Augendienerei macht, dann sollte man mal die Gräber besuchen, wie es islamisch vorgeschrieben wird. Dann sieht man, wie unwichtig diese Welt ist und jeder, der in ihr ist. لا تفكر في الدنيا كاملة. صحيح. Dann wirst du darin alles, was in der Dunya ist, vergessen. نعم. تتذكر ما عد الله سبحانه وتعالى لك في الآخرة. Du wirst dich daran erinnern, was Allah für dich im Jenseits vorbereitet hat. تقرأ سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. Du liest سورة يوسف. تعلم أن الزنا دين كما تدين تدان وكما تفعل قد يفعل بأهلك. نعم. Und du weißt, dass zum Beispiel die Unzucht, das ist eine Schuld und diese Schulden wirst du zurückbezahlen. Das heißt, so wie du es anderen antust, wird es vielleicht jemand deiner Familie antun. إن استطاع أن يتزوج تزوج. نعم. Wenn du es schaffst zu heiraten, dann heirat. وإلا und wenn nicht, يصوم wird zu fasten. يقلل من الطعام والشراب. Weniger essen und trinken. يحفظ الجوارح من المعاصي وخاصة النظر والسماع والقراءة. Und soll seinen Körper vor den Sünden schützen, besonders die Augen und die Ohren. لا يدخل على المواقع إطلاقا أبدا. نعم. Und soll keine Seiten betreten im Internet nicht viel rum sein. والأحسن أن هذا الذي ما استطاع أن يتزوج يأخذ الجهاز القديم. أبو كشاف. يعني ليس في شيء هذا أحسن له. نعم. Und es ist besser für denjenigen, der es nicht geschafft zu heiraten, dass ein sehr altes Handy hat, zum Beispiel so ein Nokia 3310. إذا أراد أن يطالع هذا علاج إخواننا اتقوا الله. إذا أراد أن يطالع لديه شيء ضروري في الإنترنت في كذا يذهب إلى مكان عام فيه الناس ويطالع هذا. نعم. Wenn diese Person aber eine Sache aus dem Internet dringend braucht, dann geht zu einem öffentlichen Platz, wo Menschen sind. Und holt diese Sache vom Internet. لا ينام إلا هو متعب منهك منتهي. نعم. Und soll nur dann schlafen gehen, wenn ganz am Ende ist, todmüde ist. كذلك لا يطيل البقاء أكرمكم الله في الحمام أبدا. Und soll nicht unnötig lange Zeit in der Toilette verbringen. Niemals. يدعو الله سبحانه وتعالى. Und bittet ständig Allah. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك وغير هذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. نعم. Dass zum Beispiel bittet, O Allah, begnüge mich mit deinem Erlaubten vor dem Verbotenen. Und dass viele verschiedene Bittgebete spricht, wie zum Beispiel Yusuf a.s. gesagt hat, und wenn du nicht ihre Pläne von mir abhältst, dann werde ich gewiss zu ihnen gehen und zu den Unwissenden gehören. صحبة الصالحين. Man soll viel mit den rechtschaffenen Menschen abhängen. ما يتحدث أصلا طالب علم في هذا الباب ما طالب العلم لا يدرس كتاب النكاح أبدا إلا بعد الخطبة. نعم. يدرس ماذا كتاب؟ كتاب التوحيد. يدرس الزهد. يدرس الترغيب الترهيب. نعم. وعيب. أنا أذكر علماء السنة. عيب على طالب العلم أن يقرأ هذا الباب. يتكلم في هذا الباب. شهوة الفرج وشهوة الفم. نعم. Und diese Person soll über dieses Thema nicht reden. Also diese Person, die noch nicht verheiratet ist, über solche Themen zwischen Mann und Frau oder wenn zum Beispiel gerade Schüler des Wissens, dann soll die Bücher lesen, die über Fiqh handeln oder über das Paradies oder die Hölle oder den Tawhid. Aber soll nicht das Buch lesen, was über die Ehe geht. Erst dann, wenn geheiratet hat. Es sagen die Gelehrten, es ist beschämend für einen Schüler des Wissens, vor der Heirat sich mit solch einem Kapitel zu beschäftigen. لا يذهب إلى الأسواق ولا الأماكن التي يكثر فيها النساء. نعم. geht nicht zu den Orten oder zu den Straßen, wo viele Frauen sich befinden. وإذا أراد الذهاب إلى السوق يذهب في وقت يعني ليس فيه أحد يعني خاصة في أول النهار مثلا. Wenn auf den Markt gehen will, etwas zu kaufen, dann geht nur zu den Zeiten, wo kaum Leute da sind, zum Beispiel ganz früh am Morgen. نعم. ويعلم
يقينا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. Und er soll ganz gewiss wissen, dass derjenige, der etwas für Allah unterlässt, Allah ihm an dieser Stelle etwas viel Besseres gibt. نعم. ويبقى معنا في هذا الباب أمر أخطر من الرياء. نعم. Und jetzt bleibt uns in diesem Kapitel eine Angelegenheit, die ist noch gefährlicher als die Augendienerei. ما هو؟ من يعرف؟ عندنا أمر أخطر من الرياء. العبادة في الرياء يريد بالعبادة ماذا؟ مراعاة الناس مدح الناس. نعم. ما هو الأخطر من الرياء؟ نعم. ترجم ترجم. Was bleibt jetzt eine Sache, die ist noch gefährlicher als die Augendienerei. Was ist das? والأمر الأخطر من الرياء أن يريد الدنيا بعمل الآخرة. يريد الدنيا بعمل الآخرة. يصلي حتى يأخذ راتب على الصلاة. يؤذن حتى يعطوه راتب على الأذان. نعم. Das was noch viel gefährlicher ist als die Augendienerei, liebe Geschwister, ist, dass er betet, um dafür bezahlt zu werden. Oder den Adhan liest, um dafür bezahlt zu werden. Kurz gesagt, dass er eine Sache tut, die Anbetung ist für das Jenseits, aber er will damit Geld oder Reichtum von dieser Welt. خطب مرأة. Er hat zum Beispiel um die Hand einer Frau gebeten. فماذا يصنع؟ يصلي ويستغفر ولا يشاهد شيء من المحرمات ويتصدق ولا يسب ولا يشتم حتى يعقد العقد ثم يترك كل شيء. نعم. Solange er noch nicht das Ja-Wort bekommen hat, betet er und fastet er und bittet um Vergebung und macht viele, viele gute Taten, bis er heiratet. Und wenn das passiert ist, lässt er alles wieder gehen. وهذا يحدث في الغالب أيام الاختبارات. نعم. Und das passiert eigentlich sehr, sehr oft an den Tagen, wo die Schüler zum Beispiel Prüfungen haben. تجد الطالب ما شاء الله على استقامة أيام الاختبارات إلى أن تخرج النتيجة. نعم. Und du findest dann den Schüler, der gerade für die Prüfung lernt, findest du ihn so, wie Allah ihn haben will. Bis zum Zeitpunkt, wo er das Ergebnis bekommt von dieser Prüfung. Und danach lässt er alles liegen. هذا أراد الدنيا بعمل الآخرة. نعم. Diese Person will die weltlichen Sachen erreichen mit den Taten des Jenseits. لا مانع أن الإنسان يدعو في صلاته. نعم. ولا مانع أنه إنسان صلى لله أصلاً أن يأخذ شيء من إدارة المسجد أو كذا. أما يقول لهم اسمع أنا والله ما أصلي بكم إلا بألف يورو في الشهر. نعم. Wenn er zum Beispiel aber vor der Prüfung ein Bittgebet spricht für Allah oder wenn er hier einen Dienst macht in der Moschee, wenn er vorbetet und er bekommt dann seinen monatlichen Gehalt, das ist etwas anderes, das ist erlaubt. Aber dass er kommt und sagt, hör zu, ich bete nicht vor, solange ihr mir nicht 1000 Euro gibt im Monat, das ist dann das Gemeinde. Wie wissen wir, ob diese Person dass die Welt will, also die Dunya oder das Jenseits? Man يعرف. كيف نعرف أن هذا يريد الدنيا أو يريد الآخرة؟ نعرف بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. نعم. Wir wissen das durch die Aussage des Propheten صلى الله عليه وسلم. Wenn ihm dann das geben wird, was er verlangt, ist er zufrieden. Und wenn nicht, dann wird er sauer. جماعة المسجد عندما صلى إمام بالناس أعطوه أموال وكذا أخذ يصلي فأخذ يمدح جماعة المسجد هذا إن أعطي رضي ثم قال والله هذا الشهر ما نستطيع أن نعطيك شيء قال والله ما أصلي بكم وأنتم بخلاء وكذابين وكذا وفيكم 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 وإن لم يعطى غضب ورضاه لمن؟ للدنيا ليس لله انتبه احذر أن يكون غضبك ورضاك لمن؟ للدنيا هذا شيء دنيء. نعم. Und man sieht es auch darin, liebe Geschwister, dass manche zum Beispiel, wenn sie in einer Jamaa sind und vorbeten, und er hat ein Jahr, einen Monat jetzt vorgebetet,